Mal schauen, dass wir hier keine Leute mitnehmen, aber die halten sich hier eigentlich ganz gut vom Bahnsteig weg. Also nicht so wie bei anderen Maps oder auf anderen Szenarien, wo dann wirklich irgendwie die Leute fast direkt quasi sofort am Bahnsteig stehen. Also nicht mit 10 Minuten Abstand oder sowas, sondern quasi direkt sofort. Das finde ich teilweise schon ein bisschen heftig, aber es ist halt so, wie es ist. Und da muss man halt auch mal Abstrich machen, als Zugfahrer, ne? Nicht so schnell da reinfahren, sondern gemütlich Zeit lassen, ein bisschen Däumchen drehen und dann kommt man da, denke ich, auch irgendwie hinterher. So. Ich glaube, wir können mal wieder. So, Tag, Kollege. Du bist die... Ah, wieder eine U8. Okay. Also die U8 hat auch einen ordentlichen Takt hier. Also dafür, dass die, meiner Meinung nach, eher so eine untergeordneten... Also einen untergeordneten Streckenabschnitt fährt. Und bei mir ist so als Zweifachtraktion. Super. Hätte ich dir jetzt nicht so viel Bedeutung zugeschrieben, als dass die jetzt irgendwie so oft fahren muss. Aber ich glaube, das hat schon seinen Sinn irgendwie. Nächste Station. Dornbusch, Hessischer Rundfunk. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 34 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, ihr könnt alle ein bisschen Bus fahren, wenn ihr wollt. Das ist auch nicht schlecht. So, da vorne ist Fahrt. Ich glaube, hier war auch in der Gegenrichtung das Signal, was dauerrot war. Ich weiß, ich habe auch nicht, weiß nicht, hat das gefixt? Es sieht so aus, wenn es die Kreuzung war. Also, mein beschränkter Erinnerungssinn erinnert mich dran, dass es hier gewesen sein mag, möchte, haben, werden, tun, sein. Ich glaube, das war hier. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass das da war. But I'm not 100% sicher. So. Haben wir hier ganz gemütlich. Hui. Und dann machen wir einmal... Mach halt auf die Türen. Die Türen macht weit. Genau. Auch wenn es nicht Weihnachten ist, kann man das auch mal sagen. Ne? Einfach, weil es so ist. Jo. Hier fahren ab auch nur alle in Richtung Südbahnhof, glaube ich. Genau, Richtung Südbahnhof, überhaupt wachen wie die Brandplatz. Haben wir vorher auch schon festgestellt. Super, gell? Ja, diese Erkenntnisse, die hättet ihr ja nie alleine erlangt. Das ist so relevant und wichtig hier. Das glaubt er nicht. Glaubt er wirklich nicht, weil es auch nicht so ist. Deswegen. Ich habe jetzt kommt der Teil, wo wir genau in den Untergrund kommen. So, ich mache einmal hier. Ich fahre mal das Volllicht an und dann machen wir hier. Ach, ja, warte mal, Fahrt hier am besten. Ach, Fahrt, dankeschön. Ich glaube, ich hätte nicht so schnell anfahren sollen. Oh, Tag, Kollege. Ach, ich nur so eine schöne Alte. Also, die würde ich auch mal gerne fahren. Ihr wisst bestimmt alle, wie die heißt, aber ich nicht. Ich finde die cool. Ich mag die. Nächste Station. Miquel Adekes Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie, dieser Zugfahrer ist ein klein wenig inkompetent. Und Ihr Haltewunsch wird eventuell ignoriert. Bitte beachten Sie dies bei der Wahl Ihres Ausstiegspunktes. Ja, genau, Josh. So. Das Licht bringt auch nicht arg viel, muss ich sagen. Na ja, gut. Eher so nach vorne, aber was will's auch machen? So, da steht wieder ein Kollege. Du bist jetzt die U2 dieses Mal. Nach Bad Homburg ist es nicht. Ist es da nicht ein Kurzläufer? Gonsenheim. Ich bin mir unsicher. Gonsenheim. Puh. War das der Kurzläufer? Ich. Boah. Ihr wisst da mehr als ich. Es kann auch der Langläufer gewesen sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das wisst ihr bestimmt besser als ich. Was ich auch cool finde, ist, dass wir hier eben... Ach nee, U2 Gonsenheim ist anscheinend der Hauptding. So, dass wir hier uns eben... Ah, ein Liniennetzplan. Dankeschön. 4, 5, 6 und 7 gehören irgendwie zusammen, wie es aussieht. Cool. Genau, das sind die, die hier so in Ost-West-Achse fahren. Und wir sind so die, die eigentlich ein bisschen... hier Nord-Süd-Richtung fahren und sowas. Also die U5 auch ein bisschen, aber wir fahren mehr so Nord-Süd-Richtung, genau. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Was fährt der Kollege eigentlich nicht los? Hat er irgendwie... Ah, wollte gerade sagen, hat er Langeweile hier, aber es stimmt schon so, was er macht. Das ist ein guter Kollege, der hat auch Ahnung, den kenne ich auch persönlich, der da gerade gefahren ist. Ja, war bestimmt nur 5 oder sowas. Kennen wir ja alles, ne? Das ist ja... Wir kennen uns ja alle hier irgendwie. Gendosho kennt sie KI-Fahrer. Natürlich kenne ich die, was habt ihr erwartet? Mit den YouTube-Partnerkräften kennt man die sowieso. Nächste Station, Holzhausenstraße, Unicampus, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich könnte mir vorstellen, dass die Linie relativ häufig von Studenten genutzt wird, weil wir sind ja Unicampus Riedberg losgefahren, jetzt kommen wir in einen anderen Unicampus, dass das vielleicht eben so die Linie ist, womit die Studenten in weniger als 10 Minuten... vom einen Campus zum anderen kommen. Ich glaube, das könnte ich... Wobei, es nicht weniger als 10 Minuten. Egal, aber in bis mehr als 10 Minuten. Also in München wären wir dann schon vom Hauptbahnhof, wären wir dann quasi schon direkt am Flughafen.
Habe es mal leider nicht, gell? Und die wissen auch nicht in München, sondern in Frankfurt. Ah, wir sind auch vor Fuhr. So ist und da ist gerade ein Zug weggefahren. Ich habe nicht gesehen, was das ist für einer, aber es ist ein Zug. So. Mache ich hier vielleicht gerade nochmal schön ein schönes Bildchen. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder zu und weiter hier, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Wir haben es auch nicht mehr allzu weit. So, wo sind wir denn hier gerade? Michael Adekes Allee? Ich kann nicht weiterschalten. Ah, doch, jetzt darf ich weiterschalten. Cool. Ich glaube, es war irgendwie Michael Adekes Allee, was hier war, oder? Hilfe, wo sind wir hier? Hilfe? Ich sehe nicht, wo wir hier sind. Egal, wir werden es gleich sehen, wo wir... Ach, Holzhausenstraße. Also hier ist der nächste grüne Burgweg. Okay, das ist auch nicht schlecht zu wissen. So. Für Leute, die eventuell da aussteigen wollen, steht das dann schon mal da in ihrem Fahrgastinformationsdisplay. Nächste Station, Grüne Burgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So sieht's aus. Aus Exit in Direction of Driving Right. Das glaube ich meistens hier im Untergrund so, dass man hier rechts und links jeweils eine Station hat. Es gibt aber auch einige Stationen, wo dann eben, wo wir einen Mittelbahnsteig haben. Hier ist es glaube ich meistens so, dass rechts und links irgendwie halten. Finde ich aber ganz praktisch so, dann kann man gleich vorher entscheiden, wo man einsteigt und kommt nicht irgendwie hirnlos und steigt dann auf einmal wo falsch aus. Ist schon ganz praktisch so für die Fahrgäste, denke ich mal. Es sei denn, wenn du dich falsch eingeordnet hast, dann musst du erstmal wieder den Weg nach oben nehmen und darfst halt nicht über die Schienen laufen. So, oh, ah, wieder ein Kollege, wunderbar. So, einmal hier auf damit. Sieht mir auch noch am längeren Zug aus. Ach, bist du denn in der U8? Ich denke mal wieder in Dreifachtraktion unterwegs, nur ich darf das ja nicht, weil... Weil der Josch das halt nicht darf, gell? Das ist... Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Der Josch darf das nicht, weil der Josch das nicht darf. Kleine Zugfahrer. Joschi, der darf das einfach nicht. So, mach ich dazu hier oder ist heute nicht mehr so? Hallo? Südbahnhof, ja, das bin ich. Das weiß ich schon. Ah, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Warum auch immer. Hat sich wahrscheinlich auch so gedacht, nee, der Josch, der... Nee, der wartet noch ein bisschen, bis er losfahren darf. Da sind noch Fahrgäste in der Türschleife. Der darf noch nicht losfahren. Nächste Station... Eschenheimer Tor. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, Buslinie 36, da ist es im Bus meistens nicht nur 36 Grad warm, sondern da ist es noch ein bisschen heißer. Genau. Mhm. Ach ja, Sommer. Schön wär's. Also eben habe ich gerade total richtig Lust auf Sommer. Also irgendwie... Kalt ist blöd, Regen ist blöd, Winter ist blöd. Für mich das kann so richtig heiß werden, so... Ja, wenn man auch schwitzt, dann ist es halt so, ne? Wenn dann die einzige Heizung, die man noch betreiben muss, der Rechner ist, der gerade Videos rendert oder sowas, dann... Genau, dann weiß man, dass es Sommer ist. Aber irgendwie so ein bisschen wieder die Wärme einfach irgendwie und die Sonne spüren. Ist ja gerade auch relativ warm draußen. Also nicht warm, aber sonnig zumindest mal, ne? Wenn es jetzt auch schön warm wäre, dann wäre das super. Ja, der ist halt wieder Probleme, gell? Das ist so First World Problems. Ja, es wäre schon schön, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Kannst du aber nicht ändern, ne? Das ist halt einfach so. Das Wetter kommt, wie es kommt. So, haben wir zu. Dann können wir einmal hier die letzten paar Meterchen. Jetzt haben wir nur noch Hauptwache, glaube ich. Ah, ne, Willy Brandt-Platz kommt da noch, genau. Ach ne, den Schweizer Platz auch noch. Stimmt. Ich unterschätze immer die Länge dieser U-Bahn hier. Des U-Bahn-Abteils dieser Linie. So. Nächste Station, Hauptwache, Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9. Sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Fahrzeuge der 420er-Baureihe, also irgendwas 426, 428, dass die irgendwie auf den S-Bahnen unterwegs sind. Ich weiß auch gar nicht, ob die hier umgesetzt sind. Ich glaube mal nicht, weil wir die halt nicht sehen. Was fährt denn da oben lang? Was bist denn du hier? Hauptwache, U1, U2, U3 und U8. Ach nee, dazu geht's hier runter. Okay, was haben wir da? U7, ah genau, das ist jetzt die Ost-West-Achse. Okay, cool. Was haben wir da drüben? Bist du auch noch U-Bahn oder bist du schon regional? Da bist du auch noch U-Bahn. U6 und U7. Ach cool, Nachrichten. Habe ich auch noch nicht gesehen. Also man entdeckt immer Neues hier. Das ist gleich. Vor allem auch hier sieht es ein bisschen größer aus und ein bisschen länger vom Bahnsteig her. Ich glaube, dass dann auch hier ein bisschen regionalere Züge halten können. Kommt denn gerade einer irgendwo her? Oben oder unten?
glaube, der ist bei uns unten irgendwo, oder? Hallo? Ist der den KI-Zug nicht? Egal, ich fahre mal weiter, gell? Das ist vielleicht ein bisschen gescheiter. Ich habe ihn nicht gesehen. Schade, schade, halt nicht. Nächste Station, Willy Brandt Platz, Europäische Zentralbank. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, und hier dürfen wir dann auch 70 fahren, wie wir vorher am Ende der Station gesehen haben. Freigabe auf 70 hier an der Strecke. Heißt, den letzten Teil, den bringen wir noch schneller hinter uns, als wir eh schon hier sind. Das ist ja klasse. Nur wenn es irgendwie sehr dunkel ist hier. Das finde ich ein bisschen, naja, es ist halt so. Kannst du wohl nichts machen. So. Licht wieder weg damit, weil wegen armen Fahrgästen und sowas, die werden ja geblendet, weil Licht ist ja böse für die Augen. Das tut ja dann weh. Oh. Ich habe eine Vierer-Traktion, müsst ihr wissen. Ich bin gar nicht so kurz, wie ihr denkt. Oh, ich bin ein bisschen weit gefahren. Das geht eindeutig zu weit, Josh. Ja, ich kann mal Fenster zumachen. Das ist ekelhafte Luft hier drin. Bäh. Machen wir wieder auf, wenn wir wieder nach draußen kommen irgendwann mal. Aber gerade jetzt, bäh, ist ja ekelhaft. Ich mache das mal besser zu. So, können wir wieder zumachen hier. Schalten mal auf Schweizer Platz um. So, na, das war gerade hier einmal die Ansage. Quatsch. Na gut, warten wir noch ganz kurz. Erstmal anfahren, bis die ganzen Anfahrgeräusche vorbei sind. Dann können wir einmal... Nächste Station... Schweizer Platz, Museumsufer. Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 15 und 16. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wie viel Straßenbahn hier auch fährt, das ist unglaublich. Also hätte ich nicht gedacht. Hab gedacht, die setzen hier relativ viel auf ihr U-Bahn-Netz, was ja so irgendeine Verbindung aus U-Bahn und allem anderen ist. Aber hey, es sind ja auch keine echten U-Bahn-Wagen, wenn man sich das so anschaut. Das sind ja irgendwie ganz normale Straßenbahn-S-Bahn-Triebwagen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das irgendwie öfters mal so eine Diskussion, ob das wirklich, ob das eine U-Bahn ist hier, weil ob das nicht nur so eine Stadtbahn, Straßenbahn, die auch mal im Untergrund fährt ist oder sowas. Das ist alles Sachen, über die man sich Gedanken machen kann. Man kann es aber auch bleiben lassen, ne? Es ist eine U-Bahn, steht so da drin. Zwar nicht unbedingt für viele, aber es sieht so aus, ne? Also es sind auf jeden Fall U-Bahn-Stationen. Klar, es gibt auch viele Städte, in Karlsruhe wird es auch bald so sein, dass einige Stationen eben unter Tunnels sind, gerade unterm Marktplatz, was dann eben so ziemlich die Haupteinkaufsstraße ist, wo es dann normalerweise relativ voll und viel wird mit den ganzen Zügen, dem anderen Verkehr, mit den ganzen Leuten, die da laufen. Um das alles eben ein bisschen zu erleichtern, wird dann da eben, ja, wird es dann eben hier ein bisschen untergraben. Da hat man so ein paar Stationen, wo man unterirdisch fährt. So könnte man das hier natürlich auch bezeichnen, aber die Frankfurter verwenden das U-Bahn-Symbol. Okay, die in Karlsruhe verwenden auch das S-Bahn-Symbol für Bahnen, die auch im Stadtbereich fahren, also mitten durch die Innenstadt, deswegen darf er das, ja, das dürfen die bestimmt. Nächste Station, Südbahnhof. Fahrtende, bitte aussteigen. Ich glaube... Möglichkeit zu den Regional- und Fernzügen, zu den S-Bahnlinien S3 bis S6, zu den Straßenbahnlinien 14 und 16, zu den Buslinien 45, 47, 48, 61... sowie zu den Regionalbussen. Ich wollte nur schauen, ob wir noch zum Abstellgleis vorfahren müssen. Ich habe festgestellt, ja, das müssen wir. So. Einmal auf damit. Wobei, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will was anderes machen. Genau. Alle Türen auf zum Aussteigen. Genau, das wollte ich auch mal wieder machen. Habe ich schon nicht mehr gemacht. Alle Türen aufmachen wollte ich einfach mal gemacht haben. So. Oh, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich zwar nicht, aber pff, was willst du machen? So, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. 25 sind ja, glaube ich, da vorne dann im Abstellgleisbereich. Der wird uns schon irgendwie dahin lotsen, wo wir hin müssen, oder? Müssen wir uns nicht großartig Mühe geben, hoffe ich mal. So, welchen Tunnel werden wir als Pausenstelle nutzen? Vorsicht, wir haben Pause oder sowas. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. So, hier, wo kommen wir vielleicht auch noch auswerten, wie schlecht ich denn war, weil ich immer zu schnell gefahren bin und zu ruckartig gebremst habe. So. H1 da vorne ist H2. Gehen wir mal rein hier. Stehen wir ganz drin. Wäre schon wunderbar. Natürlich stehen wir ganz drin. So. Machen wir hier einmal rechts und links alle Türen auf. Und dann bekommen wir vielleicht eine Meldung oder auch nicht. Nicht wäre ich auch ganz recht, weil dann sieht man meine Unfähigkeit nämlich nicht unbedingt. Das hat, glaube ich, auch Vorteile. Ne? Dann sieht man nicht, dass ich blöd war beim Fahren. Anscheinend, ich hole das für nicht ziehen. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie... Ah, genau, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie, dass Sie es nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Und zwar aus mehreren Gründen bestimmt. So.
Gut, genauso gefahren, wie es halt ist. Zu früh losgefahren. Ui. Eschenheimer Tor, da war aber wenig los, muss ich dazu sagen. Da war nicht viel los, da durfte ich früher losfahren. Davor, das ja, das durfte eigentlich. Egal, was willst du machen? 0 Punkte. Yay, es wird bestimmt das nächste Mal besser. Würde ich sagen, machen dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann in einem neuen Train Simulator Let's Play oder was auch immer sonst hier auf dem Slot läuft. Das sind ein paar andere Projekte noch. Also, bis dann, macht's gut und tschüssi.